weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Halt den Mund, Junge! Er war schon immer sehr stark. Ja, er ist halt auch der Gott des Krieges, ne? Jemand nannte sie Hehlläufer. Aber was sind sie? Ich dachte, er hat sich den Namen ausgedacht. Noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Warnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Also, die Welt ist aus den Fugen geraten, weil irgendjemand herumgepfuscht hat mit sehr starken Kräften. Vielleicht, weil wir so den ein oder anderen Gott mal getötet haben. Tut dir jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Ich bin nicht alt, Junge. Haben die Riesen oder die Algen Tiers Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. So, wo ist Brock? Brock ist gerade gar nicht da. Schieß. Justa. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Oh. Wow. Dein Bogen, bitte. Okay. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Nice, jetzt können wir diese scheiß Kristalle leuchten lassen. Na, freust du dich? Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Okay, das muss ja schon irgendwie was heißen. Du hast irgendwas ausgefressen. Oder irgendwer, der dir nahesteht. Ein Sohn vielleicht oder so. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Ach du Scheiße, es ist dunkel. Eltenreisekammer. Wow. Ist das etwa ein Teil von Yggdrasil? Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Ist das hier? Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums. Und Alter, ist echt scheiße dunkel hier. Hä, wo sind denn die? Ach, da sind die. Sieht aber schon geil aus, ey. Hier drüben. Oh, sie hat einen Schlüssel. Darf ich? Ich will das umlegen, Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus und nur von hier aus könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm.
Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Okay. Moment, bewegt das die große Brücke draußen? Ja, Jötunheim. Das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Mhm. Das ist überlastend. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. In diese Welt reisen. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt sag mir nicht, was ich zu tun habe. Reisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Okay. Das ist fancy. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Hm. Eine Welt jenseits unserer. Na, darf ich jetzt rüber? Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Ach, nicht schon wieder, Alter. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Jetzt müssen wir wenigstens nicht mehr Silberhand anlegen. Um die ganze Scheißbrücke zu drehen. Ja, auch nervig geworden. Das ist nice. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Das stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht. Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht abgeht. Nein! Das waren wohl die Vorkehrungen. Sie ist nicht tot, oder? Nee. Unwahrscheinlich. Komm. Unwahrscheinlich. Sieh dich doch mal um. Hier ist Brücke. Bleib bei mir. Fass nichts an. Oha. Was ist das? Oha, Züsch. Sag mal. Okay. Ich glaube, du hast es erledigt. Nee. Sieh mal da oben. Nochmal. Alter, was zur Hölle? Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Nee, noch nicht unser Problem, meinst du? Okay, da wir gerade hier sind, muss mal kurz eine Aufnahmepause machen. So, und dann melden wir uns auch wieder zurück aus der Aufnahmepause. Also das Lesen, zufällig.
Eigentlich ja, oder? Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen Hallo. Sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Ich brauche das hier mal. Ich darf mich doch voll bedienen, oder? Leider wird Brock sich ja freuen, wenn wir hier die ganze Zeit an Hack kommen. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Oh. Kannst du einer von Venia, kannst du? Ja, ich kann ja noch blocken, ne? Na los, komm. Komm her. Nee, hau mal nicht ab. Jawohl. Gut gemacht, Junge. Warum greifen die uns an? Wir haben nichts getan. Es werden mehr kommen. Warum? Ich habe ihnen nichts getan. Dunkelalb. Anders als die Lichtalben aus Alfheim bevorzugen die Dunkelalben finstere Orte. Vielleicht wollen sie deshalb das Licht verdecken. Sie können fliegen und sind offenbar ziemlich schlau und gut organisiert. Mehr noch als die meisten unserer bisherigen Gegner. Ihre Waffen sind vielseitig und sowohl im Nahkampf als auch auf Distanz nutzbar. Ähnlich wie Vaters Axt. Überhaupt her? Tja.